Als Vater von 6 Kindern muss ich fast jeden Tag etwas reparieren. Ich hätte nie gedacht, dass so viele Dinge kaputt gehen können und dass ich permanent am Reparieren bin. Vor ein paar Tagen hat meine Tochter meinen Computer runtergeschmissen, Kabel abgebrochen. Dann hat sie unseren Staubsauger voll gemacht mit Stiften, dann war alles verstopft. Jeden Tag, fast jeden Tag bin ich am Reparieren. Meine Frau sagt, bei uns kann man wahrscheinlich schon TÜV machen. Also wenn jemand Teile testen möchte, bringt sie zu uns. Wir sagen dann, ob die Teile was taugen oder nicht. Wir sehen uns permanent konfrontiert mit diesen Dingen, dass etwas repariert werden muss. In unserem Leben gibt es nichts Beständiges. Immer kann etwas passieren, immer kann etwas zerbrochen werden. Im geistlichen Leben ist es genauso. Wir leben und es passieren Dinge, die wir eigentlich nicht planen, wie wir möchten es nicht, aber es passiert einfach. Verletzungen, es passieren irgendwelche Gespräche, es passiert ein Streit, irgendwas passiert in unserem Leben und dann bricht etwas ab. Ein Henkel bricht ab. Das ist ja noch nicht so schlimm, aber wenn die Seele anfängt zu schmerzen, wenn seelische Schmerzen hineinkommen, dann tut das weh. Und um diese Dinge zu reparieren, da braucht es sehr viel Zeit. Ich meine, solche irdischen Dinge kann man relativ einfach reparieren. Man kann etwas zusammenkleben, etwas machen, aber im geistigen Leben ist es manchmal nicht so ganz einfach. Hier gefällt mir die Eigenschaft von Jesus Christus. Er wird nämlich im Matthäusevangelium als einer beschrieben, der ein geknicktes Rohr nicht zerbricht und einen glimmenden Docht nicht auslöscht. Das ist die Eigenschaft vom Knecht Gottes. Jesus Christus hat immer Hoffnung. Und zu Jesus Christus können wir mit unseren Scherben, mit unseren kaputten Dingen immer kommen. Wir brauchen es nicht selber richten. Wir schaffen es auch gar nicht. Wir haben auch nicht die Eigenschaften. Wir haben auch nicht die Fähigkeit. Es gibt Menschen, die versuchen, Psychologie zu studieren, Medizin zu studieren, um den Menschen irgendwie seelisch zu helfen, um den Menschen aus irgendwelchen Krisen zu helfen. Aber ein echter Arzt, der wirklich helfen kann, ist unser Jesus Christus. Und er hat diese besondere Eigenschaft. Er sagt nicht, aha, du bist gebrochen, deshalb brauche ich dich nicht. Aha, du bist fast am Erlöschen und du brennst nicht, deshalb brauche ich dich nicht. Nein, das macht er nicht. Er hat eine sehr, sehr geniale Eigenschaft. Er nimmt sich jede Situation ernst und er nimmt jeden Menschen ernst, egal wie angebrochen, wie kaputt, wie ausgelöscht er ist. Es gibt für Jesus keine ausweglose Menschen, keine ausweglose Lagen. Und wenn in deinem Leben etwas angebrochen ist, etwas kaputt gegangen ist, wenn in deinem Leben das Feuer ausgelöscht ist, dann brauchst du keine Angst zu haben, zu Jesus zu kommen. Er wird dich nicht wegschmeißen. Er sagt nicht, jetzt bist du nicht brauchbar. Wenn ich in der Werkstatt arbeite, dort habe ich Meterstäbe und die Meterstäbe sind meistens aus Holz. Und wenn sie gebrochen sind, dann kann ich sie nicht mehr gebrauchen, außer für irgendwie Dinge zum Unterlegen. Aber zu messen sind sie nicht brauchbar. Und ich schmeiße sie weg. Aber bei Jesus ist es anders. Jesus sagt nicht, ich schmeiß dich weg, sondern Jesus sagt, komm zu mir, ich heile dich. Jesus repariert nichts. Ich repariere. Jesus repariert nicht. Jesus stellt wieder her. Jesus heilt. Jesus vergibt. Jesus macht alles so, dass es nicht einmal Wunden gibt. Deshalb ist es so schön zu wissen, dass wir mit allen unseren Nöten, mit allen unseren Problemen, mit allen unseren gebrochenen Gegenständen, mit unserer gebrochenen Seele, mit unseren gebrochenen Beziehungen, mit unserem gebrochenen Glaubensleben, mit all diesen Dingen dürfen wir zu Jesus kommen. Und er wird dich nicht wegschmeißen, sondern er sagt, komm, ich heile dich. Kommt her, alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, die ihr kaputt gegangen seid, die ihr schwere Lasten tragt. Kommt zu mir. Ich will euch Ruhe geben, ich will euch helfen. Jesus ist gekommen als ein Arzt zu den Menschen, die krank sind, die Hilfe brauchen. Deshalb, meine liebe Seele, mein lieber Freund, glaub nicht, wenn in deinem Leben etwas passiert ist, dass das nicht wiederherstellbar ist. Glaub nicht daran, an diese Lüge, dass dein Leben nicht wieder reparierbar ist. Jesus stellt her. Er hat in meinem Leben sehr viele Dinge repariert. Er hat in meinem Leben sehr viele Dinge wiederhergestellt, wo ich gemerkt habe, da ist Heilung gekommen. Das kann er auch für dich tun. Deshalb, das ist eine Ermutigung für dich.
Egal, was in deinem Leben passiert ist, komm zu Jesus. Er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen, nicht wegstoßen, nicht wegschmeißen, sondern heilen, wiederherstellen. Und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, sondern er wird das Feuer wieder neu anzünden. Der Feind redet uns ein, dass wir nicht nützlich sind, dass wir zum Wegschmeißen sind. Der Feind sagt, das Feuer ist aus, es wird nie wieder brennen. Das sind Lügen des Feindes. Christus sagt, komm zu mir. Ich stelle her, ich heile, ich zünde wieder an, damit du wieder Leben hast. Der Herr segne uns alle. Bis bald.